Ich darf Sie, Propst Mecklenfeld, im Namen der Propstei Herz-Jesu zu Lübeck von Herzen hier in den wunderbaren Räumen des Behnhauses heute Abend begrüßen. Herzlich willkommen. Damit darf ich eine kurze Einleitung geben in diese heutige Kunstbenefizauktion und in die Aufgabe, die uns dazu bewogen hat, hierher in das Behnhaus einzuladen. Es geht um die Errichtung der neuen Gedenkstätte für die vier Lübecker Märtyrer, die bei der Propsteikirche gebaut wird. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich werde mich kürzer halten. Ich werde einfach die Namen der Spender verlesen und dann übergeben an Herrn Engholm und an Herrn Gaulin. Ich mache das in alphabetischer Reihenfolge. Spender Nummer 1 ist das Antiquariat, die Firma Arno Adler. Spender Nummer 2, Frau Irmgard Berndt aus Lübeck. Spender Nummer 3 ist die Frau Birgit und Herr Wilfried Komberg aus Kiel. Spende Nummer 4 ist Frau Carola Diebal aus Lübeck. Spender Nummer 5 ist die Familie Engholm. Spender Nummer 6 ist Herr Fellner im Namen einer ungenannten Spenderin. Spender Nummer 7 ist die Familie Gamper. Spender Nummer 8 ist die Familie Krasse aus Lübeck. Spender Nummer 9 ist die Familie Kurenke aus Lübeck. Spender Nummer 10 ist Frau Marianne Kühnel. Spender Nummer 11 ist das Kunsthaus Lübeck, Inhaber Franz Thomas Gaulin und Klaus Östmann. Spender Nummer 12 ist Herr Roland Peters aus Hamburg. Spender Nummer 13 ist der Nachlass Robra, die Erben. Spender Nummer 14 ist Johannes Tönnes. Spender Nummer 15 ist Professor Dr. Wolfgang Tonne. Spender Nummer 16 ist der Erzbischof von Hamburg, Herr Dr. Werner Thissen. Und Spender Nummer 17 ist Frau Christa Zeitler aus Lübeck. Ihnen allen sei herzlich gedankt für die großherzige Spende. Vergelt's Gott. So, und jetzt starten wir in die Auktion. Ich übergebe an die beiden Herren. Der Saal ist gut gefüllt. Ich hoffe, dass das, was man in den Taschen trägt, auch einigermaßen angefüllt ist. Wir machen eine Auktion. Ich hatte gedacht, der Propst würde uns auf Lateinisch begrüßen. Auktion, was eigentlich bedeutet, oder Augeo, ich reiche etwas an. Ich bereichere mich in diesem Sinne kulturell. Die Auktion dient einem wohltätigen Zweck, einem guten Tun, Beneficio. Also machen wir aus Auktio Beneficio, man ersteigert etwas, bereichert sich und tut zugleich damit etwas Gutes. Die alten Hanseaten haben das Prinzip Dorotheus genannt, geben und nehmen. Sie müssen nicht nur spenden, wenn Sie hier etwas Gutes tun, nehmen Sie auch etwas mit nach Hause. Ein weiteres Unikat heute des Abends, ein Künstler, den Sie, viele von Ihnen, wenn Sie aus Lübeck kommen, kennen, eine Zeichnung, eine Tuschezeichnung, Federzeichnung von Hans Peters. Hans Peters in den 20er, 30er Jahren, der große, große deutsche Zeichner, wie er genannt wurde, es gab eine aus der Kunstausstellung in München,
wo nicht Hans Peters präsent war. Er galt auch als ein ganz bedeutender Buchillustrator, in den 80ern des 19. Jahrhunderts geboren, nach dem Zweiten Weltkrieg, so in den 60er Jahren, glaube ich, verstorben. Vielen Lübecker, hier linke, Professor Peters, ganz, ganz viele Porträts von Personen. Ich weiß nicht, wer darauf abgebildet ist, dieses junge Mädchen Geige spielen. Bei Peters immer konkrete Bezüglichkeiten, immer konkrete Personen, die er darstellt. Ein Unikat des Künstlers, der, ja, auch das Museum hat zahlreiche Arbeiten in St. Anne. Auch hier im Wehnhaus müssten eigentlich eine ganze Reihe Arbeiten von Peters liegen. Meistens auf Papier, hat ganz wenig gemalt über die Papierarbeiten. Ich fange mit diesem kleinen Unikat, ich sage einfach mal, mit 30 Euro an, die würde ich schon liegen. Das Zeichen. Ja, bitte, ja, 30, 9, 234, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50 zum ersten, 44, 46, 58, 58, 60, 60 zum ersten, zum zweiten, 62, 64, 66, 66 zum ersten, zum zweiten, 68 dahinter, 70, hier erscheint in der Familie. Aber ich freue mich über sowas. 68, 68, 70, 72, 74, 74 zum ersten, zum zweiten. Und 74, 76, 78, 78, zum ersten, zum zweiten, 80, 82, 82, 84, 86, 88, 90, 90 zum ersten, zum zweiten und 90 zum dritten. Ein sehr heiteres, lockeres Bild von Johannes Thömmes. Johannes Thömmes, einer von unseren wirklich großen, guten Malern in Lübeck, gehört einem Clan an. Der eine Bruder ist Autor, hat übrigens dieses wunderbare Buch gemacht. Und wenn Sie nochmal die letzten Worte der vier Märtyrer nachlesen, es ist unglaublich bewegend. Also eine wunderbare Tat, dieses Buch gemacht zu haben. Also drei in der Familie, ein Autor, ein Arzt und der Maler. Und die Mutter kannte die Geistlichen. Und die Mutter kannte die Geistlichen und die Geschichte kann man noch weiter verfolgen. Oh ja, es ist eine bedeutende alte Lübecker Familie und alle drei heute jung kann man nicht mehr sagen, im gesetzten Alter befindlichen Thömmese sind aktive Mitstreiter der katholischen Kirche. Dieses Bild ist, St. Thomas, 3000. Etwa 3000 im Handel, ohne Übertreibung. In der nächsten Ausstellung so parallel auch im Zeichnen, in dem Format 3000 Euro. Wir fangen an, 900 Euro für ein Ölbild erster Güte. Es braucht einen besonderen Platz. Es wird nicht in das kleine Bad passen bei Ihnen. Aber wenn Sie einen Wohnraum haben mit einer schönen Wand, nehmen Sie alles, was dort ist, Römergläser davor und Grafik runter und legen Sie in die Küche. 900 Euro für ein Thömmes, großer Provenienz. Wer bietet 900 Euro? 900 sind gebucht. 900, 900, 900, 950. 59, 59, 59, 1000. Hört sich gut an. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Zum ersten und 50. 1050, 1050, 1050, 1100. 1100, 1100 zum ersten, 1100, 150. 1150, 1200. 1200, 1200, 1250. 250, 1250, 13. 13 zum ersten, 13 zum zweiten. 1,350. 1,350, 1,350, 1,350, 1,4. 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,450. 1,450, 1,450, 1,500. 1,500 Euro zum ersten, 1,500 Euro. Ja, ich kenne das, ich habe das oft mitgebracht. Und man muss immer wieder an die Friedfertigkeit unseres Glaubens erinnern in solchen Situationen. 1550, 1550, 16. 16, 16, 16 zum ersten, 16, 16, 50. 1650, 1650, 1700. 1700 zum ersten, 1700 zum zweiten und zum dritten. Ja, hier hat er Ihnen den ganzen Abend entgegengeblickt, A.R. Penck, der große, genialische Künstler der ehemaligen DDR. Der
ja, der kongeniale Bruder von Immendorf, Immendorf Paint, Paint In, Immendorf Kunst West, Kunst Ost. Die beiden, die auch viele, viele Jahre, als sie noch jeweils auf einer anderen Seite in Deutschland wohnten, zusammengearbeitet haben, sich immer wieder begegnet sind, viele, viele Jahre Freunde waren. Der eine ist tot, er lebt noch, der A.R. Penck. Ein Bild, das nicht nur aus seinen berühmten Strichmännchen besteht, sondern wo ja viele Elemente, seinen Adler, den Krebs, alles das, was sich so durch sein Werk durchzieht, hier erleben. Eine kleine Auflage von nur 55 signierten und nummerierten Exemplaren von einem Werk, das zu den größten Siebdrucken überhaupt in seinem druckgrafischen Oeuvre zählt. Das darf ich dazu sagen. Es gibt auf Papier, mir ist jedenfalls kein Blatt bekannt, das ein größeres Format hat. Und Kunst kommt natürlich nicht nur von Größe des Formats her, aber es ist schon ein außergewöhnliches Blatt, dieser Dreifarben-Siebdruck. Sie sehen immer nur vom Weiten schwarz und gelb, aber hier ist das Grün auch noch mit. Das ist ein dreifarbiger Siebdruck, signiert, nummeriert, ein Blatt, das so 1800 bis 2400 sicher im Handel bringen würde. Wer bietet dafür 200 Euro? 300 sind dort geboten. Wer bietet mir 300? 350, 400. 400. 400 zum ersten. 400 zum zweiten. 450 jetzt dort. 450. 500 ganz hinten. 500. Wer bietet mir? 500. 500. 550. 550 jetzt bei Ihnen. 550 zum ersten, zum zweiten und 550 zum 600 ganz hinten. 600 zum ersten, zum zweiten. 650 davor, 650 zum ersten, zum zweiten und 650 zum dritten. Herzlichen Dank. Ja. Ja. Und wenn es Höhepunkte in der norddeutschen Malerei gab, dann war es unser gemeinsamer Freund Horst Gottlerer. Ja. Dies ist sozusagen ein Mammutbild von Horst Gottlerer. Sie können es sehen, im Detail durchgearbeitet. Feinst, liebevoll, mit leichter Ironie, eine Regatta. Villa Massimo-Preisträger. Tömmes-Lehrer. Lehrer an der Hochschule in Kiel, lange Zeit gewesen, Lehrer von Tömmes, von dem Großen da drüben. Eine große Instanz einfach. So ein Bild würde kosten 3.500 in Köln etwa bei seinem alten Galeristen. Ja. Der nichts mehr hat. 900 Euro. Wer bietet 900 Euro, dann wäre es fast verschenkt. 900 sind geboten. 900, 950. 950, 950 zum ersten 1000. 1000, 1000, 1000, 1000, 1050, Herr Riemann, 1050, 1050, 1100. 1100, 1100, 1100. 1150, 1150, 1150, 12. 12, 12, 12, 12, 50. 13. 13, 13, 13, 13, 13, 13 zum ersten. 13, 50, 13, 50, 13, 50, 14. Bleibst du jetzt oben, dann sage ich gleich 2000. 13, 50, 14. 14, 14, 50, 14, 50, 50. 15, 15, 15, 50. 15, 16. 1600, 1600, 50, 1650. 17, 17, 17, 50, 17, 50. 17, 18. 18, 18, 18 zum ersten. 1850, 1850 zum ersten. Und zum 1850 plus 50 sind 1900. 1950, ich meine, ich hätte gleich bei 2000. Habe ich doch gesagt. 1950, 2000 bei Herrn Berlin. 2000, 2000, 2000 zum ersten. 2000 und 100. 21, 21, 21, 22. 22, 22, 22 zum ersten, 22, 22 zum zweiten, 2300. 23, 23 zum ersten, 23 zum zweiten, 2400. Zum ersten, 2400 zum zweiten, 2500. 25, 25 zum ersten, 25 zum zweiten, 2500 und Zuschlag an Herrn Riemann. Sie haben aber jetzt noch Gelegenheit, hier rumzuschlendern und ein bisschen zu gucken, ob Sie noch was finden. Zu kleinen, festen Preisen und dann sage ich auf Wiedersehen. Danke. Ja.